Wer regiert eigentlich die USA? Das ist die Frage, die sich immer mehr stellt, denn Donald Trump hat mit der mexikanischen Regierungschefin telefoniert, die hat ihm zugesichert, wir schließen praktisch die Grenzen zu den USA und all das weit bevor überhaupt Donald Trump am 20. Januar dann wirklich Präsident wird. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Biden-Administration weitere Chip-Sanktionen gegen China erlässt, etwa auch die eigenen Firmen ein bisschen angeht. Microsoft, da gibt es eine Untersuchung wegen Kartellvergehen gegen Microsoft. Also das ist ein ziemliches Chaos, das wir jetzt sehen. Heute ja Thanksgiving in den USA, deswegen die Märkte in den USA nicht auf, nur die US-Futures. Aber es könnten sich dennoch heute einige interessante Dinge tun und wir wollen uns die Lage mal anschauen. Meine Damen und Herren, startend hier mit diesem Telefonat von Donald Trump mit der mexikanischen Regierungschefin. Namens Claudia Sheinbaum, eigentlich ja eher auf der linken politischen Seite angesiedelt und so sagt er, nämlich der Donald, sie hat zugestimmt, die Migration zu stoppen durch Mexiko, effectively closing our southern border. Und wir haben dann auch über Sachen gesprochen wie Stopp der Drogenzuflüsse in die USA und der Konsum dieser Drogen und so weiter und so fort. Es war ein sehr produktives Gespräch. Kürzlich hatte ja Seth Daniel 25% Zölle gegen Waren aus Mexiko angedroht. Die Autoindustrie in den USA ist extrem besorgt, denn die produzieren ja weitgehend in Mexiko, weil billiger, und importieren dann diese Fahrzeuge in die USA. Also wie geht es da weiter? Zero Hedge fragt hier zu Recht, it seems Trump is already president, also ist der denn schon jetzt Präsident? Und dann sehen wir auch so ein paar, oder sehen wir auch in Europa so eine Art vorauseilenden Gehorsam, hier in Gestalt der von mir extrem bewunderten Frau Lagarde, die sagt, joha, wir könnten ja, bevor wir jetzt gegen Maßnahmen, gegen Zölle erheben, erstmal miteinander sprechen und könnten ja vielleicht anbieten in diesen Gesprächen, dass wir etwas mehr Sachen aus den USA kaufen. Also auch das ist schon richtiges Kuschen, all das, bevor der gute Donald überhaupt jetzt in Sichtweite des Amtes ist. Und Ähnliches hören wir aus der Privatwirtschaft von Mark Zuckerberg, Meta-Chef, dem Trump ja noch im Juli angedroht hat. Don't do it, Zuckerberg, be careful, droht ihm praktisch an, ihn ins Gefängnis zu schmeißen, wenn er denn Präsident sein wird. Wie hier jemand auf Twitter schreibt, everyone kissing the ring, jeder küsst ihm den Ring, jeder macht den Kotau schon vor Donald Trump. Wirklich witzig hier zu sehen, wirklich abenteuerlich. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, das ist sozusagen der Urzoll, das ist der sogenannte Smoot-Hawley Tariff Act, das Ganze aus dem Jahr 1930. Und diese ganze Zollthematik ist ja das, was natürlich jetzt die Märkte und die Analysen bewegt. Und eine Unterscheidung sollten wir mal machen. Damals dieser Smoot-Hawley Tariff Act war eine Geschichte, die aus dem Parlament kam, eben von Smoot und Hawley, das wurde dann durch das Abgeordnetenhaus gebracht und der Präsident hat es dann später unterzeichnet. Das war also ein geregeltes, ein beaufsichtigtes Verfahren, wenn man so will, parlamentarisch koordiniert und praktisch überwacht. Und jetzt haben wir mit Trump eine Situation, wo der mal auf einer Social-Media-Plattform was raushaut, 25% hier, 30% da, 10% du. Also das ist natürlich ein völlig chaotisches System, das sich jeglicher Regeln letztendlich enthebt, das überhaupt keine Logik in sich aufweist, keine Kontrolle in sich aufweist. Und das macht diese ganze Geschichte so immens schwierig und so immens problematisch, dass du also kein Regelwerk hast, wo du sagst, ja gut, das ist ein vom Volk gewähltes Parlament, das hat dann in Beratungsprozessen diese und diese Entscheidung getroffen. Hier kann es sein, dass der Präsident zuerst mit dem linken Fuß aufsteht und dann sagt, ja, aber jetzt machen wir das Ganze so und so. Also das ist eine völlig andere Struktur, die wir hier sehen, und das betrifft ja mit Mexiko, Kanada und China etwa 40% des gesamten Handelsvolumens der USA. Hier oben nochmal diese so wichtige Tabelle. Wer hat denn am meisten da zu verlieren? Wer hat also den größten Handelsbilanzüberschuss mit den USA? Je weniger Handelsbilanzüberschuss mit den USA,
Brasilien zum Beispiel hat sogar ein Handelsbilanzdefizit und UK, umso stärker die Verhandlungsposition mit Donald Trump, der scheinbar auch so eine Art Neomerkantilismus vertritt. Damals Merkantilismus ja in der frühen Neuzeit die Auffassung, okay, wir müssen unseren eigenen Staat stärken, indem wir viel mehr exportieren als importieren. Dadurch werden wir immer stärker, dadurch werden wir sozusagen als Macht immer bedeutsamer. Genau das scheint Donald Trump hier auch anzustreben und versucht eben die Produktion in die USA zu holen wegen den Jobs, aber auf der anderen Seite eben dieses Handelsbilanzdefizit irgendwie loszukriegen, das er als Ausnutzung der USA sieht, weil die anderen ja sozusagen ihre Produkte da absetzen können. Er sieht nicht, dass die anderen dafür bedrucktes Papier kaufen, eben den Dollar seit Bretton Woods 1971. Aber gut, das ganze Spiel wird noch richtig interessant. Und wir sehen dann auf der anderen Seite, was ich vorhin sagte, die Biden-Administration ist auch noch aktiv, hat jetzt neue Restriktionen in Sachen China und die Chips erlassen. Das bedeutet, dass für China es schwieriger wird, large and powerful AI Models zu trainieren. Also man will diesen Prozess verlangsamen, soweit man es irgendwie kann, dass die Chinesen auch in Sachen KI mitstinken können. Das aber, wie gesagt, kommt noch von der Biden-Administration, ebenso wie diese Untersuchung gegen Microsoft. Da heißt es ja sozusagen Antitrust Investigation, weil Microsoft eben diese Bündelung von Office-Produkten mit Security-Software und Cloud-Angeboten macht, das sei nicht statthaft. Wir haben ja jetzt die Geschichte schon mit Google gesehen, die möglicherweise Chrome verkaufen müssen, jetzt Microsoft. Auch das alles noch von Leuten aus der Biden-Administration interessanterweise. Und dann wieder praktisch Marktbewegungen wegen Trump, weil angeblich der plant, hier Digital Asset Proponent Atkins soll Chef der SEC werden, also jemand, der kryptofreundlich ist, deswegen gestern vielleicht Bitcoin gestiegen, habe ich gestern im Video vergessen zu sagen, dass Bitcoin gestiegen ist, wenn ja, muss ich mich dafür herzlich entschuldigen, Bitcoin steigt ja fast immer und wenn es nicht passiert, dann steigt es temporär nicht, das wollte ich nochmal für die Bitcoinistas hier klarstellen, ich möchte mich da in aller Form entschuldigen. So, jetzt gehen wir weiter und gucken mal auf diese US-Dominanz. Hier sehen wir einen unfassbaren Anstieg des US-Anteils etwa am MSCI World, also praktisch diese Dominanz des gesamten Aktienmarktes in Indizes wie dem ACWI oder dem MSCI, die also angeblich die Weltmärkte abbilden, faktisch aber immer US-lastiger sind. Das Gleiche hatten wir übrigens, oder Ähnliches hatten wir in den 80er Jahren mit Japan. Da war Japan alleine über 50% des gesamten Weltindexes und dominierten weitgehend die Welt. Wir wissen, wie das endete. Klar, die sind nicht so powerful, haben nicht das Militär wie die USA, haben nicht die Dollar wie die USA. Aber da tun sich auch interessante Geschichten, über die ich heute Abend sprechen werde. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück zu den Aktienmärkten, wo jetzt JP Morgan Kursziel anhebt für S&P 500 im Jahr 2025, während gleichzeitig die Insider verkaufen, als gäbe es kein Morgen. Die verkaufen also in dieser Rallye, also diejenigen, die an entscheidenden Posten in ihren Unternehmen sitzen. Und so sehen wir diese extreme Underperformance Europas in Relation zu den USA auf historisch seltenen Niveaus. Gleichzeitig Europa, Price-Earnings-Ratio 15, die Amerikaner doppelt so teuer, aber alle wollen doppelt so teuer. Okay, kann man machen. Ja, es ist nicht besonders sexy, jetzt in Europa zu kaufen. Das kann man sich nachvollziehen, aber das ist oft so, dass sozusagen es sich nicht gut anfühlt, bestimmte Sachen zu kaufen, die im Nachhinein dann vielleicht gar nicht so doof gewesen wären. Ich sage nicht, dass es diesmal passiert. Ich versuche nur, diesen Vergleich zu ziehen zwischen der extremen Überteuertheit der US-Märkte, vor allem der Big-Tech-Märkte, der Rest ist ja gar nicht so teuer, und den Europäern. Jetzt einer dieser Repräsentanten des sehr teuer Seins ist natürlich nie wieder Nvidia. Und hier ein Bericht in der Financial Times, die haben ein Scaling-Problem in Sachen KI. Das heißt, man hatte die Vorstellung, wow, machst du mehr Rechenleistung, kriegst du bessere, viel bessere Ergebnisse.
nimmst du 10 Chips und lässt trainieren, hast du 10-fach bessere Ergebnisse, als wenn du nur einen Chip nimmst. Jetzt stellt man fest, nee, die Ergebnisse sind praktisch kaum besser, aber dein Kostenaufwand, Strom, Kosten für die Chips etc. steigt exponentiell. Das heißt, die Relation stimmt nicht mehr zwischen mehr Rechenleistung und Output, was du dann in Sachen KI rausbekommst. Das ist jetzt das Ding, was sozusagen der eigentliche Trend in KI ist. Die Fortschritte sind nicht mehr da, sagt Jensen Huang, der Chef von Nvidia. Ist doch gut. Dann brauchen sie immer mehr Chips, gell, weil sie feststellen, kaufen sie mehr einzelne Chips statt irgendwie die Bündelung und so weiter. Also irgendwas lässt er sich einfallen, aber das ist das große Problem, dass jetzt diese KI-Euphorie hat. Insgesamt sehen wir, dass gestern Nvidia ja hier an so eine wichtige Trendlinie nochmal gekommen ist. 11% vom Top gefallen. Wird der Aufwärtstrend verteidigt? Das wird die große Frage der nächsten Tage sein. Wenn wir jetzt mal zur FED kommen, dann sehen wir, dass, und der Zinsfrage, dann sehen wir, dass gestern ja diese PCE-Daten wieder mal gezeigt haben, dass die Inflation leicht nach oben tendiert. Das erste Mal seit Februar 2022. Sowohl Core CPI als auch PCE als auch PPI, Inflation, also Erzeugerpreise, alle sind steigend. All das noch moderat, aber dieser Abwärtstrend ist vorbei. Deswegen stellt sich die Frage, warum sollte überhaupt die FED die Zinsen senken? Wenn jetzt noch Seth Donald kommt und mit den Zöllen ernst machen sollte, das weiß man ja alles noch nicht so genau, dann könnte es nochmal eine weitere Inflationswelle geben. Hier dieser Vergleich mit den 1970er Jahren, damals natürlich ein externer Schock sozusagen, Ölkrise, 73 Yom Kippur, 79 Machtübernahme Khomeini in Iran. Andere Situation, aber vielleicht haben wir jetzt eben auch diese geopolitischen Einflüsse, die dann die Inflation wieder nach oben bringen. Apropos Inflation, wir haben heute Daten 14 Uhr, deutsche Inflation, und da wird erwartet, dass die Inflation, die Verbraucherpreise zum Vormonat zurückgehen, so oder so. Sie werden deutlich steigen, CO2-Abgabe wird 22% steigen, Netzentgelte für Gas, Strom werden steigen, das wird alles ziemlich heftig werden in 2025, weswegen auch die EZB vorsichtiger werden sollte, wie gestern schon Isabella Schnabel gesagt hat. Noch mal ein bisschen Geopolitik, meine Damen und Herren. Jetzt ist ganz klar erwiesen, offenkundig, dass diese Xipeng 3 dieses Kabel durchtrennt hat und wohl auch absichtlich. Jetzt stellt sich die Frage, ob das sozusagen beauftragt war von dem Geheimdienst der Russen oder eben aus Russland beauftragt war. Es war ja ein russischer Kapitän. Wenn wir uns jetzt Richtung Deutschland nähern und der Krise der Autoindustrie, dann sehen wir, dass auch die Japaner extreme Schwierigkeiten haben. Und die Koreaner und wie sie alle heißen da unten. Nissan hat jetzt zum Beispiel ja auch 9000 Jobs gestrichen. Hatte die Produktion um 20% runtergefahren, der Profit deutlich gefallen um 85%, und zwei Manager von Nissan, die nicht genannt werden wollen, sagen, wir haben noch 12 bis 14 Monate, um zu überleben. Auch die Zahlen von Toyota sind nicht so besonders gut. Also das ist jetzt nicht nur ein Phänomen der deutschen Autoindustrie, sondern trifft eben auch die Japaner. Wenn wir schon mal in Europa sind, dann sehen wir diesen Clinch zwischen Le Pen und dem französischen Regierungs Chef, der von Macron ja ernannt wurde und eigentlich nicht das repräsentiert, was da gewählt wurde. Jetzt sagt Le Pen, also wenn hier nicht unsere Forderungen mit eingebracht werden in diesen Haushalt, dann werden wir dem nicht zustimmen. Deswegen gestern ja die französischen Anleiherenditen deutlich gestiegen. Hier sehen wir das Biggest Outflow, die hier passiert sind gestern seit 2022. Hier außer diesen französischen Staatsanleihen. Deswegen sind die Renditen gestiegen. Und jetzt nochmal Deutschland hier, der RWE-Chef, der nochmal konkretisiert hat, ja, kauft euch warme Decken am besten. Es sei zwar unwahrscheinlich, dass wir Blackouts bekommen, also wo gar nichts mehr funktioniert, aber sogenannte Brownouts, wo sozusagen die Stromversorgung runtergefahren werden muss, an einigen Tagen mit Strombedarf sozusagen, wäre das, was hier mit der Dunkelflaute passiert ist im Januar, sagt er, hätten wir die Stromversorgung nicht mehr garantieren können. Also wird das runtergedimmt, dann müssen zum Beispiel bestimmte Firmen müssten dann Produktionspausen einlegen. Das Ganze wird vorher angekündigt, das ist so ein bisschen wie in Südafrika, gell? Ja, wir haben gute Vorbilder. Und interessanterweise wurde jetzt der Redakteur von Cicero, der
hier diesen Brief von Habeck an die französische Energieministerin in Sachen, könnt ihr uns denn den Atomstrom liefern, wenn wir unsere Atomkraftwerke abschalten? Das hat er nicht so geschrieben, aber klar war das gemeint. Der wurde jetzt bei Twitter erstmal gesperrt. Ja, wie kommt das denn? Wer könnte das gewesen sein? Das ist die große Frage, meine Damen und Herren. Der Robert, der ist ja sehr schnell angefasst. Ne? Er lässt ja dann Häuser durchsuchen, gell? Wenn jemand irgendwas sagt gegen einen Robert. Gell? Der Robert ist sehr charmig, aber in der Sache ist er nicht so charmig. Gell? Jetzt schauen wir uns mal an, wie wer Gold kauft vor allem. Wer ist das? Und der Artikel hat schon eine Antwort im Titel, aber dennoch sehr interessant. Erste Empfehlung, wer kauft Gold? Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, wird der US-Aktienmarkt wirklich seine globale Dominanz so beibehalten wie bisher? Die Wall Street glaubt, yes, for sure. Ich habe da meine Zweifel, diese beiden Artikel zur Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.